Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich habe mal ein bisschen nach dem letzten Video nachgeschaut, nochmal explizit danach gegoogelt und bin dann auf dem Fandom-Wiki vom Bus-Simulator 18 dann fündig geworden, wie so die Missionen vom Standard-Game aussehen. Und wir sind tatsächlich mit der Nachtleben-Mission bei der letzten offiziellen Mission ohne der Map-Expansion. Sprich, wir kümmern uns jetzt noch um dieses Szenario, um diese Mission, wo wir halt mindestens 4 Schrecken fahren. Ich glaube, wir sind jetzt gerade im 92. Video insgesamt vom Bus-Simulator 18. Und danach werde ich das Ganze, die ganzen Schrecken anpassen, dass die halt komplett effizient laufen, und dann sind wir prinzipiell sogar durch mit Bus-Simulator 18 und warten dann so richtig auf den neuen Teil, bis wir dann im neuen Teil komplett wieder reinhasseln. Selbstverständlich gibt es dann auch nochmal, also ich werde dann quasi, wenn wir mit Bus-Simulator 18 mit den Missionen und mit dem komplett effizienter gestalten und so umstellen, dass es wirklich ökonomisch passt und dass es halt auch wieder halt effizient läuft. Ich denke, ich werde auch komplett dann auf Urban Way gehen oder halt auf Erdgasbusse noch hier im Bus-Simulator 18. Und das ist eigentlich so das Main-Ziel eigentlich so. Das sind ja Seaside Valley, die sind ja übermorgen statt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genannt habe. Ich habe mir ja so mehr oder weniger so eine kleine Storyline auch noch so ausgedacht. Aber genau, wir haben hier erstmal, heute kümmern wir uns erstmal um folgende Strecke. Wait. Altes Sägewerk, zentraler Omnibusbahnhof und der Hauptbahnhof. Die sind fest. Heißt, wir müssen hier hin und wir müssen. Hier haben wir den Hauptbahnhof und wir müssen hier oben hin. Die anderen Sachen, wir sollen sie im Loop-Modus fahren. Das sollen exakt 5 Fallstellen sein. Und dann haben wir noch beliebige Gürtel. Das heißt, wir könnten hier prinzipiell vom Zopf zum Rathaus. Wait a second. Ist Amateur auch full? Ich habe keine Ahnung, was hier voll ist und was nicht. Ich glaube, diese müssen alle voll sein. Sprich, ich würde sagen, wir fahren vom Zopf zum Rathaus, zum Hauptbahnhof, dann zur Flusspromenade und dann zum alten Sägewerk. Ich würde sagen, das ist unsere Route. Machen wir die mal. Zopf, Rathaus, Hauptbahnhof, Flusspromenade, altes Sägewerk. Das sind exakt 5 alte Stellen. So sieht's aus. Wir sollen das alles bei Nacht auch fahren. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich habe nicht vergessen, dass ich hier noch die 33 reinschreibe, denn es ist ja wirklich die 33. Das Ganze sollen wir dann, wie war das, im Loop-Modus fahren. Und wir sollen alle Strecken mindestens einmal per Nacht fahren. Alle auf Level 6. Ist dann hier noch nicht auf Level 6. Gut, werden wir auch immer sehen. Wir fahren erstmal die Linie 33. Beginnen die Fahrt. Wir sollen das Ganze im Loop-Modus machen und bei Nacht. Der Rest ist aus. Wunderbar. Dann, welchen Bus nehmen wir denn? Prinzipiell können wir auch mit dem Gelenkbus fahren. Ach komm, wir nehmen mal wieder den Urban Way. 18 Meter. Direkt bei der ersten Tour mehr Nachtleben. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, prinzipiell müsst ihr nicht auf Erdgas gehen. Ich habe das jetzt nicht storymäßig wie jetzt bei City Skylines Edental vorgegeben. Oh, jetzt habe ich doch safe wieder
etwas gesperrt. Was ich jetzt zwar nicht merke, aber gut. Gucken wir mal, ob die Tür wieder zugeht. Aufgeht, meine ich. Ja, geht's da. Wunderbar, dann können wir das Licht für uns ausmachen, für die Fahrgäste an. Wir gehen auf Drive. Oh, Motor war jetzt auch schon an. Wir lösen die Feststellbremse, schalten den Pomat ein. Gott, das ist hell hier. Und dann fahren wir mal rüber zum Zopp. Aber schön, mit dem nationalen Feiertag ist halt wirklich, wir sollen das Nachtleben verbessern, mehr oder weniger. Zumindest die Anbindung und die Verbindung fürs Nachtleben. Und wir haben direkt so ein, ja, so eine perfekte Bedingung quasi. Halt hoch 3 sollen wir halten, aber wir haben direkt nationalen Feiertag, wo sowieso mehr Leute dabei sind. Und ich habe das Licht noch nicht an. Das ist natürlich auch. Zentraler Busbahnhof. Wir haben natürlich clever. Naja, doch nochmal hier den ganzen Bums mitgenommen. Ich dachte, der würde passen, aber hat wohl nicht gepasst. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma 2 Wochentickets. Danke. Schön. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. 2 Studentenwochentickets. Müssen wir mal schauen, ob wir gleich. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Genügend Zeit haben, um auch wirklich die Leute durchzuchecken. Auf der Strecke, weil wir haben ja doch. Was? Hier ist jetzt, die Fahrkarte. Deutlich mehr Leute, die jetzt hier mitfahren. Na klar, hier. Hier. Na klar. Auge. Wo hab ich denn. Ah. Was? Wo hab ich denn. Ah. Hier. Von daher müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, wir werden ein bisschen Zeit haben. Oh, es ist jedes Mal derselbe Kram, ne? Dass ich dann wieder. Okay, das passt. Dann können wir das auch wirklich schließen und losfahren. So, ab zum Rathaus. Straight hin. Genau so als was ich wollte gerade sagen, als Überbrückung, aber verdammt, ich hätte schon vorher halten sollen. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, ob wir jetzt hinten drüber sind oder nicht. Auch immer er da erzählt. Also als vorerst Ersatz für Busimulator 18 werden wir dann mit World Vacation in Tourist Bus Simulator einsteigen. Aber wir haben ja erstmal noch ein bisschen hier Busimulator 18. Allerdings geht es mit Tourist Bus Simulator höchstwahrscheinlich nächste Woche Mittwoch dann auch los. Und ich gehe. Ich mache das dann sowas. So gesehen 2 Busimulator 18 Videos in der nächsten Woche allgemein auch wegfallen. Das ist dann halt nur noch Donnerstag der Fall ist. Nee, Freitag war das. Freitag. Nächster Halt, Rathaus. So, es war ein Freitag. Echt? Wie kommt's? Also. Ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Hallo. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel. Oh ja, Moment. Einzelstandard drucken. Danke. Eine Fahrkarte. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe, weil ich dann das in den Screenshot gemacht habe. Und danke. Ich dann hier wieder getrollt wurde von Fahrkarte haben. Ein Wochenticket. Gut, wir sind jetzt. Ich brauche einige Fahrkarten. Muss nochmal alle Leute durchnehmen, was die Tickets betrifft. Ich habe keine Ahnung, wer eingestiegen ist ohne Ticket und wer nicht. Steigen gerade eh alle vorne ein, aber gut. Wo hab ich. Ja, voll. Hier ist die. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hier ist die. Augenblick da! Hier, bitte! Das ist
Wie oft war... Na klar. Tief dunkel hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Wo hab... Na klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich habe ihn... Hier. Hab ich Ihnen schon... Na klar. Na klar. So, bisher noch mein Schwarzfahrer. Dann können wir gleich weiter zum Hauptbahnhof. Bin mal gespannt. Mal schauen. Mal schauen, wie viele Leute da jetzt einsteigen. Den wollen wir mal dorthin fahren. Ich glaube, das passiert mir jetzt natürlich wieder was komplett anderes als im Gegensatz zum Bus Nummer 18. Aber ich würde sagen, ein gelungener Ersatz. Ich weiß gerade gar nicht mal mehr. Ich glaube, normalerweise, ursprünglich war glaube ich am Mittwoch irgendwie ATS zuvor noch, ne? Das ist ja irgendwie weggefallen. Da ist ja ein Tag weggefallen und oh, das war orange, das wäre doch grün gewesen. Okay, never mind. Ich habe mich schon gewundert, warum der angehalten hat. Mein Fehler. Also wir sind schon wieder so früh da. Es ist aber gut, dass wir so früh da sind. Wenn Bus Nummer 1 nicht rauskommt, dann geht's halt wieder direkt. Wird wieder direkt reingehasselt. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Mal schauen, inwiefern. Eine Fahrkarte bitte. Ach, ist auch egal, weil es da innen einsteigt. Wenn ich einmal mal komplett durchgehe. Danke. Kann ich mir eh nicht alles merken, vor allem nicht hier im Dunkeln. Danke. Schön. Eine Fahrkarte bitte. Einzelstandard drucken. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Auf den neuen Teil bin ich auch schon sehr gespannt, da freue ich mich schon sehr drauf. Allein weil es halt auch wirklich eine freie Welt ist. Wer kein Ticket hat, der hat einfach Glück gehabt. Und weiter geht die wilde Fahrt zur Pluspromenade. Bin vorgelassen, wunderbar. Es wird auch grün, umso besser. Wir müssen uns gleich nochmal rechts halten. Links halten, meine ich natürlich. Ist da ein Fahrzeug? Nee, ist keins. Dann wechseln wir schon mal auf die linke Spur. Und nachdem wir beim alten Sägewerk waren, machen wir da noch. Eine ordentliche Runde. Und fahren dann wieder zurück zum zentralen Omnibus. Platz. Jetzt zurück zum ZOB. Also auch etwas eine kurze, längere Runde. Bin mal sehr gespannt, wie stark sich die Größe. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ich bin sehr gespannt, wie stark sich die Größe von Angel Shores im neuen Teil quasi jetzt zu diesem Teil unterscheidet. Gott. Ich komme gerade echt nicht auf die richtigen Worte. Ich merke schon. Steigen hier eine Menge aus, aber auch wieder eine Menge ein. Ich brauche eine Fahrkarte. Aber natürlich doch, wir gehen ja sowieso einmal komplett durch. Wenn wir jemanden erwischen, erwischen wir jemanden. Wenn nicht, dann. Eine Fahrkarte bitte. Haben wir halt die Zeit genutzt.
Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, schön. Verdammt, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Wo hab ich? Sie haben meine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine. Hier. Klar. Klar. Sie haben meine Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen? Habe ich Ihnen schon gezeigt. Dann wollen wir mal weiter zum alten Sägewerk. Nächster Halt, altes Sägewerk. Ist das eine Türklingel oder nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich wieder da. Ja, Viertelstunde später hat tatsächlich geklingelt gehabt. Deswegen schon mal an dieser Stelle sorry für den höchstwahrscheinlich abrupten Themenwechsel. Ich habe nämlich keinen Platz, schon mal mehr, wo ich ungefähr war. Wahrscheinlich irgendwo bei Busnummer. Ja, ich glaube Busnummer 21 und Angel Shores. Daran kann ich mich zumindest noch erinnern. Aber es war vor der Haltestelle. Soweit ich mich erinnere. Aber ja, das wird auf alle Fälle nice mit amerikanischem Setting und so. Also klar, europäische Busse und so zu fahren ist natürlich auch nice, aber ich finde halt auch sehr nice, das zu fahren zu können, was man bei uns jetzt nicht alltäglich sieht. Ja, so beispielsweise, auch was war denn das jetzt noch? Noch mit Doppeldeckerbussen und so weiter. Das wird einfach nice. Das wird einfach nice. Warum auch immer jetzt die eine Waffe so komplett. Ich hab doch geblinkt. War ich nicht immer am Blinken? Verwirrt. Aber Doppeldeckerbus, Elektrobussen und so weiter. Das wird sehr, sehr spannend. Ich glaube, es wird auch. Aber was ich glaube, dass so wie es sich angehört hat. Oh nein! Ich bin eingeschlafen. Also wie sie angehört hat, wird das sehr viel komplexer als jetzt dieser Teil. Deswegen finde ich es auch gar nicht mal so schlecht, so verkehrt, dass wir oder dass ich plane, nachdem wir die Mission hier in Bustenmatte 18 durchhaben. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Dass ich dann nochmal. Das ist gerade, ich drei Sachen während ich hier am Rumfahren bin. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Und am Sabbeln bin, hat mich auch hier die Katze die ganze Zeit gestreichelt werden will und die sich die ganze Zeit bei meinen Füßen hin und her bewegt. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Also es wird deutlich komplexer, deswegen ist es auch gar nicht mal so verkehrt, dass ich. Danke. Nachdem wir die Mission durchhaben, um den Satz nochmal zu beginnen, dass ich das Ganze effizienter machen möchte, dass halt wirklich alle Bushaltestellen mit Fahrern besetzt sind, mit so vielen Fahrern, dass die Bushaltestellen oder dass keine Bushaltestelle auf einer Strecke halt überlastet ist. Mensch, jetzt. Lass doch mal die Kabel hier in Ruhe da hinten. War gerade kurz hinten Kabel der Tastatur am rumwackeln. Und ich habe kurz die Befürchtung gehabt, dass gleich die Tastatur nicht mehr funktioniert und dann wieder irgendwo gegenfahren. Ich finde es auch gar nicht mal so. Zum Glück ist bald Sonntag. Ist gar nicht mal so verkehrt, dass es beispielsweise auch Tourist Bus Simulator gibt. Das, was ich bei Lavan bisher gesehen habe, da ist es schon komplexer als dieser Teil. Von daher ist es gar nicht mal verkehrt, dass man sich da so ein bisschen in mehr komplexere Bussimulatoren nochmal mit einarbeitet, sag ich mal, bevor der neue Teil rauskommt. Dass man halt da schon ein bisschen mehr drin ist dann wieder. Das ist zumindest halt einfach mal so meine Vermutung und Behauptung. Ah, schön mit dem Mond und so. Aber gut, es kommen auch noch jede Menge andere Bussimulatoren raus, wie ich ja bereits schon mal angekündigt habe.
in einem Video erzählt habe, im vorletzten, glaube ich. Jetzt langsam hier wieder rüber. Und dann fahren wir mal zum Zopf, wahrscheinlich wieder auf Haltebucht 3. So wie zuvor natürlich auch. Ah, ich dachte, wir werden noch mal ein bisschen Arbeit haben. Also wir werden auch wieder Geld ausgeben, aber ich werde auch wieder Geld ausgeben hier für die Busse, die wir für den Strecken brauchen. Das ist gar nicht mal verkehrt, weil wir ja so viel Geld auf der Tasche haben. Und bevor ich jetzt die nächste Folge noch mal aufnehme, muss ich dann denken. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Wir spielen nochmal neu zu starten. Ist das überhaupt der richtige Bus? Damit es nicht wieder so rum, damit zumindest nicht rumleckt, wenn wir wieder in der Innenstadt sind, wenn wir dann losfahren. Das hat ja bisher immer gut funktioniert, wenn man das Spiel mal neu gestartet hat. Dann lief das ja. Ja, ich hoffe, die nächste Fahrt alles. Habt ihr nochmal eine schönen warmen Becher Tee. Und ich denke, ich werde jetzt auch einfach alles aufnehmen, so gut es geht heute. Und weiter über der Woche, über die Woche lasse ich halt Bussimulator 18, was die Vorproduktion betrifft, komplett durch bin und das einfach nur noch bearbeiten muss und rendern muss die Videos. Passt aber fest, was habe ich ja. Wenn ich nebenbei dann noch die eine Serie weiterschauen könnte und würde, hatte ich wahrscheinlich sogar nochmal 100 Gigabyte mehr freien Speicher. Mittlerweile sind die Waffen kalt, aber gut. Wenigstens der Tee ist noch weiß. Genau, wie gesagt, wir legen dann nächste Woche Dienstag, wenn alles klappt, wenn ich einen Zeitpunkt dafür finde. Fangen wir dann nächste Woche Mittwoch mit dem Truro Bus Simulator an. Will niemand rüber. Und wieder auf Halterbruch 3. Und dann endet auch diese Fahrt. Es war danach erst wieder bei der Busgarage hier vom Zopf, aber wunderbar, dann lassen wir alle aussteigen. 2 Minuten zu früh, wunderbar. War auch nicht zu anders zu erwarten. Bis dann. Tschüss. 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 Interessant, dass es auch andere Sprecher an fürs Tschüss gibt. Müll nehmen wir wie immer in der Busgarage mit. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Gameplay in Bus Simulator 21 dann sein wird. Mit der Open World und so. Wir haben bisher noch kein Release-Datum, aber wir warten einfach mal weiter. Irgendwann wird es hier der Fall sein, irgendwann wird es kommen. Jetzt habe ich einfach alle Türen mal aufgemacht. Und sie vergessen den Motor auszumachen.
Dann gucken wir, wo hier der Müll rumliegt. Da liegt der Müll rum. Links wo sonst, glaube ich. Das haben wir schon beim Hündler vorbeigehen sehen, gemerkt. Und dann beenden wir die Fahrt. So, alte Sägewelt haben wir schon gelevelt. 20.000 haben wir jetzt bekommen hier für die Fahrt. Wir haben, gut, einmal über der roten Ampel und so weiter. Nicht optimal, aber passiert. Zwei Schwarzfahrer habe ich nicht erwischt. War sogar noch schlecht. Diese Tour sogar. Ja gut, passiert halt. Wir sollen auch auf jeder Strecke 5 Assfahrer haben. Dann nehmen wir mal von der Flusspromenade 4 runter. Das wollte ich gar nicht. Von der Flusspromenade nehmen wir 4 runter. Packen hier 4 rauf. Oh Gott, welche Busse waren das? Das war ja wieder so gemischt, ne? Citaro G war es nicht, der auch nicht. Die Urban Ways. Dann haben wir hier nochmal einen Urban Ways 12 Meter. Ey. Warte, ich hab's gleich. So, den und den da drüber. Zack. Ja. Und dann haben wir noch Assfahrer. Ich will den Assfahrer finden. Einmal haben wir hier 2 Asse. Noch, Mensch. Also mit dem Shell runter zoomen ist nice, aber dass man dann beim. Dass man auch immer so schnell dafür wieder vorbeirutscht. Das ist ja gerade gut funktioniert. Ich finde, es noch ein weiteres Ass. Haben wir dann 9 Assfahrer hier? Jawoll. Den Rest weisen wir wieder ab. Und dann noch ein weiteres Ass auf die Strecke. Haben wir jetzt hier schon mal 5 von 5. Die Strecke 1 sind wir gefahren, das heißt, im nächsten Video fahren wir die Strecke, wo wir alle Ringhalterstellen benötigen, einmal Siegwalden und einmal Oakville. Exakt 8 Haltestellen und wir brauchen eine Streckenzeit von unter 12 Minuten 30. Das alles dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.